Es gibt ein neues Werkzeug in MindView 6, das das Übernehmen, das Erfassen und Einbinden von Bildern und Texten aus anderen Quellen in die Mindmap erleichtern soll. Das Ganze funktioniert so: Sie klicken auf den Zweig, zu dem Sie etwas hinzufügen wollen, dann auf Erfassen. Damit erscheint ein Dialog. MindView wird ausgeblendet und jetzt können Sie entscheiden, ob Sie ein Bild oder einen Text erfassen wollen. Ich beginne mal mit dem Bild. Übrigens, die Quellen hier ist es eine Website, können beliebig sein. Es könnte genauso gut ein lokales Programm und dessen Oberfläche sein. Klick auf Bild, dunkelt den Bildschirm ab und wenn ich jetzt bei gedrückt gehaltener Maustaste einen Bereich beschreibe, loslassen, dann wird der übernommen in diesen Vorschau-Dialog und gleichzeitig wird ein Titel vorgeschlagen und wichtig, die URL für dieses Bild angegeben. Mit Klick auf Speichern übernehme ich das Ganze endgültig in die Map. Sie sehen hier, weil so eingestellt wurde, das Ganze als Zweigbild für diesen Zweig übernommen. Nächster Zweig, wieder Aufrufen des Dialogs. Und diesmal klicke ich auf Text. Damit erscheint dieses kleine Fenster, über das ich gleich den Text erfassen werde. Zuerst muss ich ihn schlicht auswählen, dann auf Text erfassen klicken und ich kriege wieder die gleiche Vorschau wie eben. Und mit Klick auf Speichern und zurückschalten auf die Mindmap sehen Sie, dass dieser Text in Form einer Textnotiz eines Texteditor-Objektes 1:1 übernommen wurde.